Ich darf recht herzlich bei uns im Studio Dr. Hans Hahnenkamp begrüßen. 85 Jahre sieht man ihm nicht an, also muss ich sagen, wirklich Kompliment, gut gehalten. Konsul Professor Dr. Hans Hahnenkamp, also Konsul von Schweden. Und Sie waren 40 Jahre lang in der Wirtschaftskammer tätig, haben natürlich im Verlauf Ihrer Tätigkeit das Land und beziehungsweise die wirtschaftliche Situation des Landes genauerst analysiert und haben darüber auch das eine oder andere Buch geschrieben. Sie haben sehr viel publiziert, haben also über die Industrialisierung des Burgenlandes, und zwar sogar vor dem Ersten Weltkrieg, was geschrieben. Was kann man sich darunter vorstellen vor dem Ersten Weltkrieg? Was gab es hier für Industrie? Ja, es gab einiges. Ja. Es gab einiges, ja. Es ist ja so, dass ich begonnen habe mit der Industrie, soweit es gegangen ist, zurückzugreifen. Also, und nach dem Ausgleich 1867 hat der Ungarn eine eigenständige Wirtschaftspolitik betrieben und hat nicht durch Industrieförderungen versucht, viele Betriebe aus Österreich anzulocken. Das ist deswegen etwas leichter gewesen, weil am Rand das Burgenland dort deutschsprachig war. Nicht bis ganz hinunter, aber immerhin deutschsprachig, sodass es leichter war, Betriebe herzubekommen. Ein ganz Beispiel nur, in Wampersdorf hat die Firma Schwarz den Betrieb gehabt, diese Hutbänderfabrik, und ist dann nach Hornstein gegangen, um nur ein Beispiel zu nennen. Wobei damals natürlich die Bergwerke eine große Rolle gespielt haben, natürlich. Also Tauchen damals noch, Antimonbergbau, Kohlenabbau in Ritzing und so weiter. Aber das würde zu weit jetzt führen, verständlicherweise. Es gibt zwei Bände. Sie haben den zweiten Band 1885 bis 1921. Ja. Also da wären wir schon, sind wir schon ein bisschen beim Thema, das ja natürlich das Jahr 1921 ist. Was hat sich da entwickelt? 1885 bis 1921 war eine schwierige Zeit. Wir dürfen nicht vergessen, der Erste Weltkrieg lag auch dazwischen. Was ist hier passiert? Ja, zunächst hat es echte Probleme gegeben, wirtschaftlicher Art. Und zwar deswegen, weil ja damals die Ungarn sehr stark darauf gedrängt haben, dass alles in ungarischer Sprache erfolgt. Die kleinen Unternehmungen, Gewerbetreibende haben ihre Angebote und Rechnungen in Ungarisch geschrieben und plötzlich nach 21 mussten sie in Deutsch schreiben. Die haben natürlich in der Schule Ungarisch gelernt gehabt. Das hat größte Probleme gegeben. Natürlich war es ein armes Agrarland, das Burgenland, sodass es unglaublich schwer war, zunächst einmal in der Zwischenkriegszeit etwas aufzuholen. Es war immer das arme Land. Wien war nicht besonders interessiert, dieses Agrarland zu bekommen. Ja, aber es hat sich dann doch entwickelt und war man später dann von den Russen besetzt. Wieder die größten Schwierigkeiten. Und erst nach 1955 hat man begonnen, eine Industrialisierungswelle anzufangen. Wobei natürlich in erster Linie jene Betriebe zunächst angesiedelt wurden, die rasch Nähmaschinen aufstellen konnten, um also irgendwelche Begleitungsstücke zu produzieren. Und es ist dann später dann doch gelungen, etwa die Felix Austria nach Mattersburg zu bringen. Inwieweit Kreisky damals, der ja mit einer Felix verheiratet war, mitgespielt hat, weiß ich nicht. Weil jedenfalls hat er es und auch sein Sohn abgelehnt, sich an der Firma zu beteiligen. Aus guten Gründen, aus dem Sozialdemokrat natürlich. Ja, das ist aber dann wirklich recht gut gegangen mit einigen größeren Firmen. Ja, und dann ist es die Frage gewesen, na, wie binde ich das Burgenland verkehrsmäßig an? Das ist, da kommen wir aber noch drauf zu reden, weil das ist ja auch Teil einer Ihrer Publikationen. Wenn man vielleicht noch ein bisschen zur Industrialisierung, Neudörfl war zum Beispiel auch sehr, das war wichtig für Wien natürlich, nicht? Die Neudörfl hängen ja bis heute noch an der Wien Energie, das heißt, die sind ja heute noch keine Strombezieher der BEWAG. Und dort gab es natürlich ein Braunkohlekraftwerk, das heißt, dort wurde auch Strom produziert für Wien. Dort gab es aber auch diese legendäre Jutefabrik und es war dann schon so ein bisschen auch die Wiege der Sozialdemokratie, wenn man so richtig will, richtig, ja, ja. Ja, Neudörfl hat sich unglaublich stark entwickelt. Ich glaube also, mitentscheidend war der damalige Bürgermeister, Landtagsabgeordneter, Landtagspräsident Pepi Bosch, der damals geschaut hat, dass erstens einmal homogen damals gekommen ist. Nicht? Also die kommen aus der Steiermark, aus Kalwang, wo es einen Haufen Holz durch die Wälder gegeben hat, sind sie nach Neudörfl gegangen. Der damalige Chef, Diplom-Ingenieur Walter Malisch, ist ein Burgenländer,
der vor kurzem erst gestorben ist. Dann habe ich gefragt, na, was ist der Grund gewesen? Ihr geht weg dort von einer waldreichen Gegend und braucht Holz zum Verarbeiten. Ja, er hat gesagt, das verstehst du nicht. Ich habe es wirklich nicht verstanden. Sicher eine Rolle gespielt hat wahrscheinlich die Eisenbahn. Nicht? Und das war auch eine Publikation von Ihnen. Sie haben also über die Eisenbahn im Burgenland geschrieben. Das hat natürlich schon einiges bewirkt in diesem Land, weil man konnte ja dann wirklich von Wien bis nach Budapest mit der Eisenbahn fahren. Und denke also nur an die schönen Villen in Bad Sauerbrunn, die hätte es also ohne die sogenannte Südbahn, glaube ich, ist das nicht gegeben. Aber warum ist diese Eisenbahn eigentlich gebaut worden? Der Grund war, glaube ich, der, dass Ungarn versucht hat, dieses deutschsprachige Gebiet enger an sich zu binden. Man hat ja geschaut, dass also die Verbindung nach Österreich eher nicht durchgehend erfolgt. Man hat zwar verständlicherweise vom Süden beginnend, von Dürr bis Graz, eine Eisenbahn durchgeführt, und zwar von Wien bis Budapest, aber im Großen und Ganzen, wenn man sich das anschaut, war es eigentlich nur eine Verbindung zwischen Ödenburg etwa und Pressburg. Pressburg viele Jahre die Landeshauptstadt und Krönungsstadt der Ungarn. Aber letztlich ist es doch durch die Regionalbahnen, die meist privat finanziert wurden, gelungen, diese Gebiete stärker anzubinden. Etwa sehr profitiert hat Siegendorf und Hirn. Die haben doch eine Eisenbahn gemacht nach Wolkabrodersdorf und konnten damit natürlich ihre Zuckerrüben von Ungarn leichter heraufbringen und auch den Zucker weiter transportieren. Es ist damals wirklich also eine hervorragende Sache gewesen. Ohne diese Eisenbahn hätten die Hirmer und die Siegendorfer wahrscheinlich einige Schwierigkeiten gehabt, wobei die Hirmer ja während der Kriegszeit im Zweiten Weltkrieg dann zugesperrt hat, angeblich weil sie zu hohe Schulden gehabt haben. Die Batzenhofer dürften geschickter gewesen sein, ich weiß nicht warum, aber jedenfalls. Und die Eisenbahnen, wie gesagt, haben eine wirklich große Rolle gespielt, wobei das also, wie gesagt, nur sogenannte Vizinalbahnen waren. Und trotzdem, die Mattersburg zum Beispiel, also Felix Austria, wäre wahrscheinlich ohne die Eisenbahn nicht passiert, ne? Richtig. Ich mir, ne? Ja, richtig. Natürlich auch entlang dieser Strecke einige, denken nur an das Mattersburger Viadukt, einige architektonische Highlights. Natürlich, ne? Aber wichtig war natürlich vor allem auch die Verbindung von Ödenburg nach Pressburg über Eisenstadt. Es war so, dass Ödenburg und Rust sich bemüht haben, nicht über Eisenstadt die Eisenbahn zu führen, und zwar deswegen, beide waren evangelisch, wollte man über Rust und Rust damit das Eisenbahnnetz anbinden. Aber stärker war natürlich die Familie Esterhazy, die dann darauf gedrängt hat, dass über Eisenstadt das Ganze geführt wird. Und wenn man sich vorstellt, von Wolkabrodersdorf bis Pressburg hat man innerhalb eines Dreivierteljahres die Strecke gebaut. Da waren tausende Ausländer an der Strecke und haben dort gearbeitet. Das ist unwahrscheinlich. Das war nicht ein Riesenauftrieb, auch für die Eisenstädter, die hinausgewandert sind und gebildet sind und zugeschaut haben, wie die Leute dort fleißig arbeiten. Natürlich war kein 8-Stunden-Tag, verständlicherweise. Und es gab auch keine Proteste, ne? Nein, sicher nicht. Sicher. Das wäre das Problem gewesen. Ja. Es hat viel Krankheiten natürlich auch gegeben. War sicher keine einfache Arbeit. Natürlich, Und wahrscheinlich auch nicht besonders gut bezahlt. Sie haben auch ein Buch geschrieben über die Geschichte der Blasmusik im Burgenland. Woher diese Leidenschaft für die Blasmusik? Sie sind ja auch Ehrenobmann des Blasmusikverbandes. Woher diese Leidenschaft für die Blasmusik? Ja, also Musik hat mich immer interessiert, verständlicherweise. Ich habe Akkordeon gelernt und Blockflöte, was man halt so in der Schule auch lernt. Und ich bin dann eigentlich 1962 wieder Pilatus ins Credo hineingekommen. Professor Gradwohl, damals noch Landesmusikreferent, hat mich gebeten, als Jurist mitzutun. Naja, und plötzlich war ich sein Stellvertreter und Finanzreferent. Und wir haben dann 1965 einen eigenen Verein, sehr zum Leidwesen des Volksbildungswerkes, die wollten uns unbedingt weiterbehalten, gegründet. Dort bin ich Obmann geworden. Und nach 20 Jahren habe ich doch
auf eine stolze Bilanz zurückgreifen und zurückblicken können. Ich habe mit 49 Kapellen angefangen und 1059, ich kann mich noch gut erinnern, Musiker. Davon waren 19% Jugendliche. Aufgehört habe ich mit 83 Kapellen, mit über 3000 Musikern. Und der Jugendanteil ist von 19% auf 63% gestiegen gewesen. Das hat aber dazu geführt, dass ich also ständig unterwegs war. Ich kann mich erinnern, meine Tochter nach der Firmung hat gesagt, jetzt fahrt ihr schon wieder zu einem Musikfest, an ihrem Firmungstag. Aber das war damals so, es war nicht anders möglich. Es hat etliche Gemeinden gegeben, die mich eingeladen haben, zu helfen, eine Musikkapelle zu gründen. Ich kann mich erinnern, ich war oft in Stob auch. Es war nicht möglich, der Bürgermeister hat sich sehr bemüht, aber es hat sich niemand gefunden, der den Kapellenleiter übernommen hätte, sodass es nicht dazu gekommen ist. Gott sei Dank hat sich das wirklich gut weiterentwickelt. Wir haben Trachtenaktionen gemacht. Der Professor Deutsch damals hat uns die Trachtenentwürfe gemacht. Wir haben das so gemacht, die Kapelle, die sich in diese Tracht, die vom Fachmann empfohlen wurde, kleidet, übernehmen wir die Kosten der Trachtenberatung. Es haben sich nicht alle daran gehalten. Manche haben also lieber eine Uniform getragen, aber wir haben doch im Großen und Ganzen geschaut, dass wir die Leute in Tracht kleiden konnten. Und dann haben wir auch 1963 den Musikverein in St. Georgen, die Bauernkapelle gegründet, als Musikverein. Und ja, da bin ich auch dann 20 Jahre Obmann gewesen. Und dann bin ich allerdings Kammeramtsdirektor geworden und die Zeit war ganz einfach nicht mehr da. Kammeramtsdirektor, Sie haben natürlich dann auch noch, wie es sich gehört, auch dazu ein Buch, zwei Bücher eigentlich geschrieben, ja. 80 Jahre Wirtschaftskammer Burgenland. Ja. Was hat sich da getan in den 80 Jahren? Sehr viel. Ja? Sehr viel. Wenn man sagt, überhaupt, die Kammer ist ja an sich ja, hat ja nicht wirklich diese große Funktion in einem, wenn man so will, landwirtschaftlich orientierten Land wie das Burgenland gehabt, ja, nehme ich einmal an. Richtig. Da hat es also die Zünfte gegeben, ja, möglicherweise noch. Ja, oder? Ja. Ja. Nein, man muss schon unterscheiden zwischen der Zeit vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg und dann nachher. Im Ersten Weltkrieg, interessanterweise, waren die Burgenländer nicht interessiert, ein eigenes Gebäude im Burgenland zu haben. Man hat sich voll nach Wien orientiert, die Funktionäre sind durch Wien in die Wiener Wirtschaftskammer gefahren, die seit 1849 es gegeben hat, und haben sich geweigert, im Burgenland, in Eisenstadt, ein Gebäude zu errichten. Das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich vor allem bemüht, im Wifi Förderungen anzubieten. Ich kann mich noch gut erinnern, als Direktor habe ich geschaut, dass wir nicht nur ein neues Wifi-Gebäude mit Kammer in Eisenstadt errichten, das 96er eingeweiht wurde, sondern wir haben auch Neusiedl ausgebaut, wir haben Oberwart ausgebaut, in Oberpullendorf wollten wir ein neues Gebäude errichten, das ist dann von meinem Nachfolger abgeblasen worden. Also wir wollten zum Kunden hinausgehen. Das ist dann noch mehr geändert worden. Das Problem ist halt nur, dass die Leute nicht allzu weit wegfahren. Die arbeiten meistens den ganzen Tag und wollen am Abend dann noch weite Strecken nach Oberwart oder Eisenstadt fahren, sodass also da das BFI unter dem Leiter Meyer unglaublich aktiver war und uns, soweit ich es beurteilen kann, überflügelt hat, also was die Mitgliederzahlen und dann die Besucherzahlen betrifft. Trotzdem ist es eine Erfolgsgeschichte, wie immer man es sehen will. Sie sind jetzt mit Ihren 85 Jahren bei weitem nicht untätig und haben sich die Materln und Kapellen rund um St. Georgen vorgenommen. Ja, St. Georgen war immer eine reiche Weinbauerngemeinde. Es hat Weingärten am Hälschalberg gegeben, Scheibenberg hinaufgegeben, die alle durch Bodenerosion natürlich weg sind. Und dadurch konnten sie sich meist auch bei den vielen Kriegen, die es damals gegeben hat, von den ersten Türkenkriegen bis über die zweiten Türken, Kuruzen und so weiter, immer wieder durch den Wein freikaufen, sodass eine Zerstörung mehr oder weniger verhindert werden konnte. Im Unterschied zu anderen Gemeinden, etwa südlich der Wulka, wo sehr viele Kroaten dann angesiedelt wurden. Ja, und deswegen gibt es in St. Georgen Materl-Bildstöcke-Kapellen ungefähr etwas über 30 Stück.
Im Südburgenland, ein kleines Vergleich, ich weiß, von Monsignore Graf in seiner Gemeinde da unten hat es 2 Bildstöcke gegeben. Also man sieht hier wirklich einen riesen Unterschied. Nur die letzte Restaurierung dieser Bildstöcke erfolgte vor über 30 Jahren. Der Sandstein ist natürlich nicht unbedingt witterungsbeständig, sondern es ist unglaublich viel Schäden bereits entstanden. Also Gesichter sind von den Figuren kaum mehr zu erkennen. Es ist alles abgewittert, sodass ich mich mit einigen Freunden entschlossen habe, doch zu versuchen, Mittel aufzutreiben. Es ist gar nicht so einfach gewesen. Man muss natürlich zunächst mit gutem Beispiel vorangehen, man muss die Familie einbinden und so weiter, sodass wir die ersten 3 Bildstöcke bereits also restaurieren konnten, wieder aufstellen konnten. Durch die Subventionen des Bundesdenkmalamtes haben wir weitere Möglichkeiten zu restaurieren. Von den 20, die wir uns vorgenommen haben zu restaurieren, werden wir ungefähr 13 bereits finanziell abgesichert haben. Innerhalb eines Jahres ist das doch, glaube ich, ein ganz schöner Erfolg. Wobei wir dazu noch einen Verein gegründet haben. Als ich gehört habe, naja, der Hahnenkamp, der tut ja das nicht unentgeltlich. Also habe ich mich furchtbar geärgert. Ich habe also bisher sehr viel Geld hineingesteckt, auch genauso in Loretta draußen. Und die haben auch gesagt, wir gründen einen Verein, Freunde des Denkmals in St. Georgen. Ja, und es sind bereits Mitglieder vorhanden, die brav ihren Mitgliedsbeitrag bezahlen. Es haben Leute begonnen, auch Spenden uns zu geben. Wir wollen nämlich eines auch noch tun, nicht nur zu restaurieren, sondern, so wie es früher war, Steindocken rund um diese Denkmäler aufzustellen mit einer Holzverbindung. Das war damals notwendig, weil ja der Häuter mit den Kühen ausgetrieben hat und daher war es notwendig, die auch zu schützen. Das kostet natürlich auch wieder einiges Geld, aber ich habe gesagt, nein, wir wollen das wirklich machen, so wie es früher ausgeschaut hat. Es gibt ja noch alte Fotos und ich hoffe sehr, dass es uns gelingt, auch weiter Sponsoren zu finden. Raiffeisen haben wir schon eingebunden. Ich hoffe, andere Banken, wir werden noch Gespräche führen, finden sich auch bereit. Ist ja für einen guten Zweck. Sie haben kurz Loretto erwähnt, Sie haben sich sehr engagiert, auch in Loretto natürlich für die dortige Basilika. Wir haben dort noch viel Geld aufgestellt, gemeinsam halt mit Gleichgesinnten. Und dort ist auch einiges passiert. Also da war auch wirklich, wenn man so will, Not am Manne. Also die Kirche musste also doch restauriert werden. Das hat sie auch, glaube ich, etliche Jahre beschäftigt. Ja, ich war zunächst einmal 2-3 Jahre vorher schon dabei. Aber es hat dann Zerwürfnisse gegeben mit der örtlichen Leitung, um es vorsichtig zu formulieren. Wir haben dann aufgehört und die letzte Zeit bis 2017, habe ich Ende 2017 aufgehört, war ich 11 Jahre draußen. Und insgesamt konnten wir damals in dieser Zeit über 200.000 Euro erbetteln. Es ist uns gelungen, zunächst einmal das Hochaltarbild, wo die Farbe schon abzublättern begonnen hat, zu restaurieren. Dann haben wir Seitenaltäre restauriert. Und ja, irgendwann war es mir dann zu viel. Dem Alter entsprechend habe ich gesagt, nein, ich muss also aufhören. Ich habe wöchentlich etliche Briefe geschrieben, Dankbriefe geschrieben und wieder einen Zahlschein beigelegt und gebeten, du sollst weiter spenden. Und interessant, also wir haben dann auch eine Bausternaktion aufgelegt, einen echt vergoldeten Stern, jeden geschickt, der 100 Euro und mehr gespendet hat. Das können Sie sich vorstellen, wie es den Freunden des Stephansdoms geht. Nicht? Ja, also ja. Ein Ende nicht. Also man fängt irgendwann einmal an und am einen Ende fertig, aber fängt es am anderen Ende wieder an. So. Richtig. Jetzt gibt es die Materln, und das ist auch gut, wenn man was zu tun hat und wenn man ein Ziel hat. Und ich wünsche Ihnen natürlich alles Gute und ich hoffe, Sie kriegen alle Materln hin, die Sie sich vorgenommen haben. Danke, Herr Dr. Hahnenkamp, dass Sie zu uns gekommen sind. Sondern Ihnen danke. Ich danke.